Warum habe ich dieses Thema ausgewählt? Weil man zu Ihrem Jahresthema, wo es um Fragen der Selbstwertung dessen, was wir mit diesem Modewort Identität nennen, also wenn man darüber reden will, dann ist natürlich das Thema Familie, also wo Eltern Kinder erziehen, wo Kinder mit und gegen ihre Eltern, mit Geschwistern aufwachsen, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und nun beginnt es problematisch zu werden. Der Vortrag, den ich Ihnen gleich halten werde, ist ein bisschen so wie den Wiener Straßenverkehr aus der Straßenverkehrsordnung rekonstruiert. Und indem ich das jetzt schon sage, ist relativ deutlich, das ist ein sehr eingeschränktes Bild. Wir haben natürlich Kinderspielzeug aus der Antike. Wir haben aus der Antike gelegentlich auch Kritzeleien von Kindern, Schreibübungen von Schülern. Aber daraus jetzt ein Familienleben rekonstruieren, das funktioniert natürlich kaum. Was ich heute machen werde, ist einen zweiteiligen Vortrag halten. Im ersten Teil werde ich Ihnen versuchen, erst einmal deutlich zu machen, worüber reden wir überhaupt, wenn wir über Familie in der Antike reden. Das war nämlich etwas ganz, ganz anderes als die Familien, in denen Sie aufgewachsen sind oder die Familien, die Sie selber zu Hause haben. Und nach diesen Vorbemerkungen beschäftige ich mich mit einem Text. Und zwar mit einem Text eines antiken Kirchenvaters, eines späteren Bischofs. Er hat ihn geschrieben, als er Prediger war, Starprediger in der antiken Großstadt Antiochia. Das ist heute einem kleinen Ausläufer der Türkei, an der türkisch-syrischen Grenze liegende Stadt. Johannes Chrysostomus hat eine Schrift über die Kindererziehung geschrieben und die werde ich im zweiten Teil des Vortrages, Historiker haben immer gern eine Quelle, die werde ich Ihnen vorstellen und kommentieren und hoffe, dass Sie dann so begeistert sind, dass Sie hinterher alle ins Internet gehen und diese Schrift des Chrysostomus wenigstens in einer Übersetzung lesen. Also ein paar Bemerkungen dazu, sozusagen in dem ersten Teil dieses Vortrages. Was unterscheidet eine heutige Familie? Und eigentlich muss man ja sagen, in der gegenwärtigen Situation gibt es überaus verschiedene Formen von Familien, von Familie in der Antike. Denn Frau Fischer hat es schon gesagt, die eigentlich entscheidende Frage ist natürlich, hat sich durch das Christentum was verändert? Und damit wir diese Frage am Schluss des Vortrags beantworten können, müssen wir zunächst mal uns vorführen, was wissen wir denn über Familien in der römischen Kaiserzeit? Darüber möchte ich gern reden. Und ich beginne solche Vorträge meist damit, dass ich erst einmal frage, wie ist denn das mit der Begrifflichkeit? Und wenn Sie mal Latein gelernt haben, werden Sie mich natürlich vermutlich fragen, wieso Familia, Familie? Also es gibt doch offenbar so etwas Ähnliches wie Familie in der Antike. Und die erste Beobachtung ist, das weiß Herr Zelzer tausendmal besser als ich, aber jedenfalls, Familia ist etwas ganz anderes als unser Begriff Familie. Die Familie des Kaisers meint nicht die vielen Kinder, die der Kaiser mit welchen Frauen auch immer hatte, sondern meint das Netzwerk, würden wir heute sagen, des Kaisers. Die Menschen, die, Sie kennen das aus dem Evangelium, dann bist du nicht des Kaisers Freund. Also diese Menschen, das ist die Familie des Kaisers. Also Familie ist ein wesentlich weiterreichender Begriff. Und wenn wir jetzt fragen würden, was ist eigentlich ein halbwegs unserem Ausdruck Familie entsprechender antiker Begriff, dann wäre das der griechische und auch der lateinische Begriff fürs Haus. Haus bezieht sich nicht nur auf das Gebäude, in dem die Familie jetzt in Anführungsstrichen wohnt, sondern die Familie ist auch das Haus. Also Oikos im Griechischen, Domus im Lateinischen. Und wenn man jetzt fragt, was wird mit diesem Ausdruck bezeichnet,
dann etwas vollkommen anderes als das, was die heutige Soziologie eine vollständige Kleinfamilie nennt. Also eine vollständige Kleinfamilie wären Vater, Mutter und 2 bis 3 Kinder. Eine unvollständige Kleinfamilie wären alleinerziehende Mütter und Väter mit 2 bis 3 Kindern. So ist das in der Antike nicht, sondern in der Antike gehören weitere Personen zu einem Haus. Jedenfalls, wenn wir in den Bereich von wohlhabenderen gesellschaftlichen Gruppen gehen. Es gehören Sklaven zum Haushalt. Und Sklave ist jetzt, da dürfen Sie also nicht an irgendeinen Hollywood-Film denken und Menschen, die mit Ketten in einem Schiff an einem Ruder gebunden sind, sondern Sklaven gibt es auf ganz, ganz unterschiedlichen sozialen Stufen. Sie können sich, wenn Sie ein gebildeter lateinischer Haushalt sind, einen griechischen Philosophen halten. Der ist natürlich nicht gefesselt mit einer Kette. Der hat allenfalls am Körper eine bestimmte Kette, die ihn als Sklaven ausweist, vielleicht aber auch gar nicht. Und der erzieht die im Haushalt lebenden Kinder in griechischer Philosophie. Das gilt natürlich jetzt nicht für eine einfache Familie, sagen wir in Pompeji, eines Menschen, der eine Taverne besitzt, der hat keine griechischen Sklaven, aber zu einem Haushalt gehören sehr, sehr viel mehr Menschen. Zu einem Haushalt gehört Verwandtschaft, zu einem Haushalt gehört, jedenfalls wenn es ein vornehmer Haushalt ist, auch weiteres Personal noch. Also das, was in der Antike Familie war, war nicht die Kleinfamilie, sondern die erweiterte Großfamilie, so könnte man sagen. Und das ist das erste Wichtige und daran verändert sich durch die Christen auch überhaupt nicht. Das sind sozusagen gesellschaftliche Rahmenbedingungen, wie man vielleicht auch sagen könnte, heute ändert sich an den Dynamiken von Familienleben, dass es aus der Großfamilie eher zu einer Kleinfamilie wird, dass man die Großeltern nicht mehr im Haus wohnen hat, sondern in einem Alten- und Pflegeheim. Alles dies sind Entwicklungen, die eine Religion wie das Christentum nicht radikal umkehren und verändern kann, sondern in denen sie ihre eigenen Akzente setzt. Also das grundsätzlich erstmal zum Thema Familie. Dann natürlich die Frage, wer hat denn in der Familie das Sagen? Das ist auch eine nicht uninteressante Frage. Juristisch in der römischen Kaiserzeit der Pater Familias, also der Hausvater. Und das wird an einer ganz zentralen Stelle schon deutlich, ob ein geborenes Kind eine Sache ist oder eine Person, entscheidet der Hausvater, indem er es annimmt oder nicht annimmt. Wir wissen nicht sehr genau, wie hoch die Abtreibungs- und Kindesaussetzungszahlen waren. Es gibt nicht sehr viele archäologische Untersuchungen dazu. Die Christen sagen dann immer, ja, bei uns werden nicht alle Mädchen ausgesetzt. Es spricht schon viel dafür, dass in der Kaiserzeit ein relativ hoher Anteil, insbesondere von erstgeborenen Mädchen, gar nicht als Kind offiziell und juristisch akzeptiert wurde. Weil natürlich interessanter war, dass man einen Stammalter präsentieren konnte, wie das ja, muss man relativ nüchtern sagen, vermutlich vor 200 Jahren auch der Fall gewesen wäre. Da hätte man dann nur das Mädchen nicht ausgesetzt, sondern hätte gesagt, es war eben leider nur ein Mädchen. Wir hoffen noch auf den Stammhalter, insbesondere in fürstlichen Verhältnissen. Also die Frage, ob ein Kind als Kind angenommen wurde, also von einer Sache zu einer Person wurde, die entschied der Hausvater durch seine souveräne Entscheidung. Und obwohl im hippokratischen Eid, Sie werden es wissen, steht, dass man, wenn man der hippokratischen Standesethik folgt, als Arzt niemand Beihilfe zur Kindesabtreibung geben kann, hat es in der römischen Kaiserzeit, natürlich nicht unter Christen, aber jedenfalls unter paganen, heidnischen Anhängern anderer Religionen offensichtlich relativ hohe Abtreibungsraten gegeben. Wie gesagt, statistisch kann man das relativ schlecht sagen, aber es gibt auch ein paar archäologische Evidenzen, die darauf hinweisen, dass Kinder ausgesetzt worden sind oder auch sogar umgebracht worden.
worden sind, die dann aber als Sachen empfunden wurden. Daran sieht man, die antike Welt ist eine deutlich andere Welt als dann die christianisierte antike Welt, ist eine Welt, in der Gewalt sehr viel selbstverständlicher war als in einer christlichen Welt und als zumal in unserer Welt. Also, dass man ein Kind als Sache betrachten kann und irgendwo in der Straße ablegen kann, das würden wir ja heute für den Ausdruck einer totalen Barbarei halten. Aber denken Sie an die Vorstellung, dass ich mittags zur Unterhaltung und zur Unterbrechung meiner Arbeit ins Stadion gehe und sehe, wie Strafgefangene von Bären aufgefressen werden. Also das ist sozusagen eine Welt, in der anders mit Gewalt umgegangen wird, als bei uns umgegangen wird. Also der Vater ist der, unter dessen juristischer Kuratel das ganze Haus steht. Jetzt muss man natürlich sagen, also das ist ja auch keine barbarische Gesellschaft. Die Grundvorstellung ist schon, dass der Vater seine absolute Macht im Sinne von grundsätzlichen ethischen Regularien ausübt, also Milde walten lässt, Freundlichkeit und Gerechtigkeit walten lässt. Natürlich gibt es auch in der nichtchristlichen Antike ethische Vorstellungen und die Patria Potestas ist an diese ethischen Werte gebunden, jedenfalls bei einigermaßen gebildeten und wohlerzogenen Leuten und den anderen wird das sozusagen ein Stück weit als Kultur vermittelt. Man steht unter dieser Patria Potestas, bis man als Mann selber eine Ehe eingeht, und zwar eine Ehe. Wir werden gleich noch darüber reden, dass es auch durchaus andere Formen der Partnerbeziehungen gibt. Also man steht unter dieser elterlichen, väterlichen Gewalt so lange und ist kein selbstständiges Rechtssubjekt. Also wenn Sie, was weiß ich was, zum Beispiel eine Werkstatt aufmachen wollen oder ein Geschäft tätigen wollen, dann tun Sie das unter der väterlichen Gewalt. Und ich finde immer, wenn man sich Sizilien vorstellt und sozusagen, Verzeihung, wenn ich das jetzt etwas pointiert sage, die Strukturen, die man aus der Mafia kennt, also in der der Patrone eine ganz, ganz starke Rolle spielt, merkt man, dass sozusagen diese Formen des Familienlebens in den ländlichen Strukturen Siziliens, die eben mafiöse Strukturen sehr stark prägen, noch ein gutes Stück erhalten sind. Die Frau selber ist kein souveränes Rechtssubjekt nach außen, aber im Inneren des Hauses hat sie eine relativ starke Stellung. Darüber könnte man jetzt, wie Sie ahnen, noch sehr viel ausführlicher reden. Ich deute das nur vorsichtig an, als es ein hierarchisiertes Geschlechterverhältnis, in dem die Funktion, Sie sehen das an den Haustypen, wenn Sie sich vor so ein pompeianisches Haus stellen und das anschauen, merken Sie, das hat im Unterschied zu unseren Häusern ganz wenige kleine Fenster und erschließt sich nach innen. Also sozusagen in diesem Inneren des Hauses schaltet und waltet die Frau zum Teil sehr autonom. In dem Äußeren, in der Außenvertretung agiert der Familienvater und ist zuständig für alle Dinge, ist zum Beispiel zuständig für die Frage, ob er einen Sklaven freilässt. Das gibt es natürlich auch. Also man kann am Ende als Belohnung sagen, du hast das hier so fein gemacht, ich erkläre dich jetzt zum Freien. Und dann gehört zu dieser väterlichen Gewalt, die man hat, dass man den auch für frei erklären kann. Jetzt kann man ein bisschen fragen, ich habe Ihnen das so vorgestellt, als ob es jetzt nur ein antikes Bild der römischen Kaiserzeit von Familie gibt. Das ist natürlich eine grandiose Vereinfachung. Man kann eigentlich schon sehen, dass sich mit der Zeit Dinge verändern. Und man kann sagen, dass je älter die Antike wird, desto schamhafter werden die Leute. Also in der zu einer antiken Familie gehört, und überhaupt zum antiken Leben gehört, dass die Vorstellung, was da so zwischen Mann und Frau passiert und Ähnliches, jedenfalls in der römischen Kaiserzeit am Anfang noch deutlich
wirklich sichtbarer war und dann so langsam die Sachen schamhafter und zurückhaltender werden und auch Menschen, die sich nicht dem Christen zuwenden, etwas stärkere ethische Standards einziehen. Asketisches Leben insgesamt wird attraktiv. Wir werden das nachher bei Chrysostomus sehen. Der möchte eigentlich am liebsten, dass sie das Kind zu einem asketischen Sportler erziehen, zu einem sportlichen Asketen, so kann man das vielleicht sagen. Aber zu Chrysostomus kommen wir noch später. Natürlich gibt es erhebliche Differenzen zwischen den griechisch sprechenden Teilen des Kaiserreiches. Sie müssen sich das Kaiserreich immer vorstellen als eine sehr multikulturelle, multizentrale Welt, auf der sozusagen so eine Einheitskultur liegt. Also wenn Sie in Nordafrika sind, bauen Sie auf dem Marktplatz das römische Kapitol nach mit beschränkten Mitteln und versuchen sich schon halbwegs römisch zu verhalten. Aber natürlich haben Sie auch indigene Traditionen, indigene Praktiken, die Sie umsetzen. Also die wichtige Sache, die man sich klar machen muss, das antike Christentum tritt in eine Welt ein, die von unserer Familienwelt, insbesondere seit dem 19. Jahrhundert, sehr, sehr unterschiedlich ist, die ganz andere Vorstellungen hat, in der die Person der Familienmitglieder erst zur Person wird, wenn der Vater ihnen das zubilligt und die so viel Personalität und Rechtssubjektivität hat, wie der Vater es zumisst. Ob die Leute sich jetzt gemocht haben, ob sie freundlich zueinander waren und sozusagen all die anderen Dinge, die sind furchtbar schwer zu beurteilen. Es gibt einen römischen Satiriker, der beschreibt ein Gastmahl einer vornehmen Familie, Petronius. Und da fragen sich natürlich, also das ist eine völlig, ja, wie soll man sagen, versnobte, unanständige Gesellschaft in diesem Gastmahl. Und sie wissen natürlich überhaupt nicht, ist das jetzt freche Ironie? Also ist das jetzt sozusagen literarische Komödie? Oder hat er bloß einfach zusammengestellt, was er bei seinen verschiedenen Abendessen in der römischen Gesellschaft erlebt hat? Also wirklich schreiben, wie das ist. Sie haben den Eindruck, es gibt, anders als man das manchmal in der Literatur lesen kann, durchaus auch Kindheit als Kindheit. Also es gibt einen berühmten französischen Kulturhistoriker, der gesagt hat, Kindheit ist eine relativ späte Erfindung, die mussten alle schon arbeiten. Achten Sie mal in Museen drauf. Es gibt selbstverständlich Kinderspielzeug, also es gibt kleine Puppenkreise, Figuren und so weiter. Also auch antike Kinder haben gespielt und mussten nicht nur arbeiten, jedenfalls wenn sie in bestimmten sozialen Schichten waren. Ich habe Ihnen jetzt keine Bilder mitgebracht, aber wenn Sie Porträts von Männern und Frauen aus der Antike angucken, merken Sie, das sind Porträts, die Zuneigung ausdrücken. Also es gibt ein berühmtes Berliner Doppelporträt, da guckt sich ein Ehepaar außerordentlich fasziniert und fröhlich an. Aber jetzt statistisch das umzusetzen und zu sagen, in so und so vielen Prozent der römischen Haushalte hat der Vater seine Rolle zu stoff ausgeübt und in so und so vielen Prozent hat er sie nach dem Gesichtspunkt der Clementia, der Milde ausgeübt, das kann man nicht. Das bleiben, wird man wohl doch sagen müssen, Rätsel und das kann man nur vermuten. Das ist ein Panorama, was ich Ihnen am Anfang zeichnen wollte. Und nun die spannende Frage, was macht das Christentum in dieser Welt? Und die These, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist, es versucht eine Humanisierung der Familienverhältnisse. Das Christentum versucht eine Humanisierung der Familienverhältnisse und zwar vergleichsweise entschlossen. Und das hängt damit zusammen, dass schon Jesus von Nazareth, Sie kennen die berühmten Formulierungen aus dem Evangelium, die Kinder selig preist.
Also da alles Christentum sich immer bezieht auf Person, Wort und Werk Jesu und auch auf die Worte, die in den Heiligen Schriften überliefert sind, spielt das eine Rolle, dass da Kinder selig gepriesen werden und Kinder zum Rollenmodell des christlichen Lebens gemacht werden. Das Reich Gottes ist ihrer. Also man soll das Reich Gottes wie ein Kind annehmen. Das heißt, das Kind ist, und das sind so die Elemente an der Person Jesu, die sich nicht in seiner Zeit verrechnen lassen, die die Originalität dieser Person ausmachen. Der empfindet Kindsein als ein Rollenmodell für den Christen. Er nennt Gott Vater, der Vater und seine Kinder. Man kann sich dem Gott anvertrauen, wie ein Kind seinem guten Vater anvertrauen kann. Das gehört sozusagen zur DNA des Christentums, weil es die Beziehung von Jesus von Nazareth zu seinem Vater charakterisiert und auch die Art und Weise, wie in dieser Gruppe umgegangen wird. Und wenn man jetzt die vielen Texte lesen würde, die antike Theologen, Bischöfe über Kindererziehung und Umgang mit Kindern geschrieben haben, dann könnte man zeigen, diese Bibelstellen spielen auch eine Rolle. Das ist nicht nur unsere Art, das Neue Testament zu lesen, sondern diese Bibelstellen, man kann vielleicht sagen, sind wie so ein Stein, der ins Wasser geworfen wird und dann langsam seine Kreise zieht. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass das Christentum in der Zeit, in der es anfing, in die Großstädte hineinzugehen, und das ist sehr früh, das ist im Grunde schon am Ende des ersten Jahrhunderts, am Ende des ersten Jahrhunderts ist das Christentum im römischen Kaiserhaus angekommen. Und im zweiten Jahrhundert ist das in allen Großstädten präsent. Und damit begibt es sich in den religiösen und philosophischen Markt. Und das führt dazu, dass das Christentum auch sehr, sehr viele der klassischen philosophischen Ethiken übernimmt. Und sie, wenn sie christliche Texte über Familien lesen, im Grunde nur das lesen, was man auch in den nichtchristlichen Ethiken für das familiäre Verhalten findet. Ein Beispiel, an dem ich das immer sehr, sehr gern deutlich mache, ist ein Theologe aus Alexandrien, der den schönen Namen Clemens trägt. Jetzt sollte ich mal anfangen, wenn ich schon keine Folien habe, ein paar Sachen anzuschreiben. Also Clemens von Alexandrien. Eine Schrift geschrieben, der heißt der Pädagoge, der Lehrer. Und in dieser Schrift merken Sie haargenau, was der alles übernommen hat, denn da werden aus klassischen, im Wesentlichen aus entweder platonischer oder stoischer Tradition stammender oder aus Mischtraditionen stammende ethische Handbücher ausgeschlachtet und nach einem Copy-and-Paste-Verfahren zusammengestellt. Da wird dann gesagt, Frauen sollen nicht sehr viel tragen und sollen sich die Haare nicht zu sehr aufstecken. Männer sollen nicht so viele Ringe tragen und Schmuck passt überhaupt nicht für Männer. Und wenn Sie fragen, was hat das jetzt nun im Spezifischen mit Jesus von Nazareth zu tun, muss man sagen, gar nicht. Dann ist das eben beim Copy-and-Paste-Verfahren. Sie können heute sogar noch die paganen Handbücher identifizieren, aus denen Clemens von Alexandrien das herausgenommen hat. Und Clemens von Alexandrien ist sozusagen das erste Beispiel dafür, dass, ich hatte das schon gesagt, die Antike insgesamt stärker in Richtung Askese geht. Also Askese wird schick und modern. Und Clemens von Alexandrien sucht solche Ratschläge heraus, die sagen wir mal jedenfalls den Überfluss und den Genuss und den Reichtum außerordentlich kritisch sehen. Also Kinder sollen nicht zu sehr verwöhnt werden. Kindern soll deutlich gemacht werden, dass es besser ist, wenig zu haben und das richtig zu gebrauchen, als viel und es zu genießen. Kinder sollen dazu gebracht werden, dass sie sich ihren Eltern fügen, denn die Eltern wissen ja,
Das ergibt sich aus dem, was ich gesagt habe, was weise und richtig ist. Und wenn Kinder sich auflehnen gegen die weise Erziehung der Eltern, ist das ungünstig. Das ist aber ein Set von Vorstellungen und Ratschlägen, die aus der zeitgenössischen Ethik kommen und in der jetzt kein besonderer christlicher Gestaltungswille erkennbar ist. Ein zweites Thema werden spezifische Fragen, die sich Christen stellen. Und dazu gehören vor allen Dingen drei Fragen. Die erste Frage ist, was mache ich eigentlich in einem gemischt religiösen Haushalt? Also etwas, was inzwischen wieder sehr aktuell wird. Was mache ich denn, wenn ich eine christliche Frau bin? Mein Mann ist aber heidnisch. Was mache ich denn, wenn ich als christliche Frau oder christlicher Mann in einen heidnischen Haushalt hineinkomme? Und wie kann ich sicherstellen, dass meine Kinder entsprechend christlich erzogen werden? Das ist ein großes Problem. Und Sie wissen, das beschäftigt schon den Apostel Paulus im Korintherbrief. Also das ist offensichtlich ein Problem schon in den paulinischen Gemeinden. Irgendein Teil der Familie kommt, lässt sich taufen und die anderen eben nicht. Wie geht man sozusagen mit diesen Problemen innerhalb einer christlichen Familie um? Das zweite Problem, was die Christen im Blick auf Familie und Kinder außerordentlich stark beschäftigt, ist die Frage, ist es eigentlich verantwortbar, dass christliche Eltern, die Kinder haben, sich dem Martyrium unterziehen? Also sie mussten sich in der Mehrzahl der Zeiten und Fälle in der Antike schon kräftig anstrengen, um Märtyrer zu werden. Also man darf sich das nicht so vorstellen wie bei den Christenverfolgungen in der frühen Sowjetunion, sondern wenn Sie die entsprechenden Texte lesen, unter uns sitzt jemand, der die auch alle ediert hat und das wesentlich präziser noch sagen könnte, aber wenn Sie die Texte lesen, merken Sie, die Statthalter bieten Ihnen verschiedenste Möglichkeiten. Du bist doch schon so alt, willst du dich wirklich hinrichten lassen? Ein Angebot, du könntest doch jetzt... möchtest du das wirklich so sagen? In der Mitte des dritten Jahrhunderts verhandelt Cyprian von Karthago, ein nordafrikanischer Kirchenverwalter, die Frage, ist es eigentlich verantwortbar, dass ich als Christ mich, obwohl ich Kinder habe, dann doch dem Martyrium stelle? Im Rahmen der Frage, darf ich das überhaupt vor Martyrium fliehen? Und Cyprian von Karthago kommt auf die interessante Antwort, ja, das zum Besseren der Kinder, weil sie dann ein angemessenes Vorbild haben, ihren Eltern als Märtyrer. Und wir kennen auch berühmte Theologen der christlichen Antike, wie den berühmten Origenes. Und Origenes war... der Vater des Origenes ist Märtyrer gewesen und umgekommen und Origenes hat sich dann als Älterer der Hinterbliebenen um seine Geschwister gekümmert. Wir wissen nicht ganz genau, wie viele Geschwister er hatte und wer da drunter war, aber es übernimmt sozusagen, wenn der Vater, der die Patria Potestas ausübt, abgeräumt wird, eben zum Beispiel durchs Martyrium, muss dann der ältere Sohn die Aufgabe übernehmen und sich darum kümmern. Also als erstes Problem hatte ich gefragt, das, was man früher Mischehe genannt hat, die multireligiöse Familie oder jedenfalls die bireligiöse Familie. Dann die Frage, was passiert eigentlich, wenn die Eltern sich dem Martyrium unterziehen? Ist das angemessen oder nicht angemessen? Und schließlich ein weiteres Problem, das sehr, sehr ausführlich behandelt wird, ist die Frage, ist eigentlich Kindererziehung etwas, was man mit paganer Literatur durchführen kann? Es gibt auch in Wien so hübsche kleine Wachstäfelchen, wo
im Rahmen der antiken Schulbildung Kinder geschrieben haben und ihre Schreibübungen gemacht haben. Nicht zuerst macht man Buchstaben, dann schreibt man Worte, dann schreibt man Sätze. Und auf einer der Tafeln steht drauf, Homer war kein Mensch, sondern ein Gott. Also natürlich so, wie die Antike mit Göttern umgeht, also sozusagen Herakles, sie dürfen sich das nicht so mit der strikten biblischen Scheidewand zwischen Gott und Mensch vorstellen, aber man las und bildete, wenn man jedenfalls zur Schule ging, bildete seine, wie soll ich das sagen, also schon angefangen von der sprachlichen Bildung, vor allen Dingen an Homer und Vergil. Die Beispielsätze waren von da genommen, sodass sie automatisch pagane Religiosität, pagane Götterlehre mitbekamen. Und da wird unter Christen darüber debattiert. Also sollten wir nicht lieber die Erziehung mit Psalmen durchführen? Denn die kommen doch da auf merkwürdige Gedanken. Die kriegen eine ganz merkwürdige Form von religiöser Bildung, wenn wir die in eine normale Schule schicken. Und im 4. Jahrhundert, dann kommt es auch zu einer Krise unter dem Kaiser Julian, dem Apostaten, wie er von den Kirchenvätern genannt wird, der sich noch einmal offen zum Heidentum bekennt. Und da wird auch die Frage gestellt, dürfen überhaupt Christen als Lehrer im Schulsystem tätig sein? Und da wird die Debatte noch mal sehr, sehr stark. Und es gibt auch einzelne Kirchenväter, die versuchen, Texte zu schreiben, die man statt Homer lesen kann, den man statt Homer lesen kann, damit die Bildung von Anfang an einen christlichen Hintergrund hat. So, jetzt werden Sie mich fragen, damit endet Teil 1 dieses Vortrags, wir haben ja eigentlich noch nicht furchtbar viel von der Humanisierung erlebt. Und wir haben eigentlich zunächst mal nur einige Spezialprobleme erlebt und wir haben gesehen, dass eine radikale Veränderung, also was weiß ich, was besonders Sklaverei, völlige Umstellung der Familie und Ähnliches, das wird man von den Christen in der Antike nicht sagen können, sondern die Humanisierung funktioniert innerhalb der bestehenden Rahmenstrukturen antiken Familienlebens. Und um Ihnen das deutlich zu machen, lese ich Ihnen jetzt zu Teilen Zitate und erzähle den Inhalt einer Schrift. Warum? Weil das meiner Ansicht nach die Schrift des Johannes Chrysostomus, Chrysostomus ist ein Beiname, also muss oder most, je nachdem, ob Sie es lateinisch oder griechisch aussprechen, ist ein Beiname, also nicht Marcus Tullius Cicero. Wir kennen von den allerwenigsten Christen in der Antike ihren vollständigen Namen. Augustinus ist so ein schönes Beispiel. Und Augustinus, das muss ich als Nachtrag wenigstens kurz Ihnen noch sagen, das passiert, wenn man das Manuskript zugelassen hat und freispricht. Augustinus ist ein spannendes Beispiel dafür, wie gering die Neugestaltungskraft der Christen im Bereich von Partnerschaft und Familie ist. Denn Augustinus lebt, bevor er heiratet, im Konkubinat. Und das Konkubinat ist eine Form, wenn Sie also noch kein selbstständiges Rechtssubjekt sind, also wenn Sie als junger Mann noch unter der Kuratelle des Vaters stehen, dann dürfen Sie eine Bindung eingehen. Man würde das vielleicht heute vergleichen können mit den Formen von Partnerschaft, die es sozusagen unter der Ehe gibt, also die nicht eine der Ehe vergleichbare Rechtsbeziehung sind. Und zu einem Konkubinat gehörte auch immer, dass es nicht auf Kinderproduktion und Kindererziehung gerichtet war, sondern dass es dazu dienen sollte, dass man sich auch mal als junger Mensch und auch seine Sexualität ausprobieren konnte.
Und interessanterweise sagen nun die Christen nicht, naja, aber das geht doch eigentlich nicht und wir wollen doch Kinder in die Welt setzen, seid fruchtbar und mehret euch und Partnerschaft hat doch immer auch etwas mit Kindern zu tun und so weiter und so fort, sondern man sieht an Augustinus, dass Augustinus aufwächst und Augustinus ist ja immer Christ, also er hat nur sehr unterschiedliche Formen von Christentum in seinem Leben. Er ist nie, er geht sozusagen nie in den Aphrodite Tempel, in den Venustempel und opfert der Venus, sondern er hat immer bestimmte Formen von Christentum und obwohl er das hat, sieht man, er lebt ganz selbstverständlich im Konkubinat. In dem Konkubinat kommt es auch wahrscheinlich ursprünglich ja gar nicht vorgesehen dazu, dass ein Kind entsteht. Also jedenfalls Augustinus ist ein schönes Beispiel dafür, dass die Neugestaltungsimpulse, und Augustinus hat sehr viel neu gestaltet in seinem Leben, der hat die Idee des Priesterklosters aufgebracht und dafür Texte geschrieben, also eine Klerikerwohngemeinschaft, könnte man sagen. Das ist eine der Ideen, die sich mit dem Namen Augustinus, also Augustinus hat nicht nur theologische Texte von großer Bedeutung und stellenweise großer Umstrittenheit geschrieben, sondern durchaus auch lebensgestaltende Dinge geschrieben. Aber er ist ein Beispiel dafür, wie viel von den normalen Familienstrukturen die Christen übernommen haben. Das war jetzt noch ein kleiner Nachtrag und wir gehen jetzt zurück auf Johannes Chrysostomus. Johannes Chrysostomus gehört zu den vielen antiken Theologen, die eigentlich Mönche sind. Also im 4. Jahrhundert wird es schick, sich sowohl, gibt es auch bei den Philosophen, seine Lebensgestaltung zu überprüfen und sich klarzumachen, allzu viel Wein und Unmäßigkeit beim Essen stört beim Denken. Und diese in der paganen Philosophie verbreitete Richtung, die hat sich auch im Christentum in Form des Mönchtums etabliert. Und Johannes Chrysostomus ist ein Mönch, der sozusagen von den Rändern der Stadt dann in die Großstadt Antiochia kommt. Und der Beiname Chrysostomus, Goldmund, bezieht sich darauf, dass er eine Art Starprediger ist. Also man kann sogar, Antiochia ist die einzige der großen antiken Städte, die noch nicht wirklich gut ausgegraben ist, was daran liegt, dass unglaublich viel Flammen. Aber wir haben ein wunderbares Mosaik, wo am Rand des Mosaikes Straßenszenen aus Antiochia sind. Und bei diesem Mosaik, ich muss Ihnen das jetzt erzählen, weil ich unglücklicherweise diese PowerPoint-Präsentation zu Hause vergessen habe. Aber jedenfalls, wenn Sie sich dort die Kirche vorstellen, in der Johannes Chrysostomus predigte, das war die Kathedralkirche, die hieß die Goldene Kirche. Und wenn Sie auf das Mosaik sehen, können Sie das auch verstehen, das ist so ein Zentralbau, also wahrscheinlich ein Oktogonalbau, auf dem golden angestrichene Dachziegel sind. Also das Christentum ist in Antiochia offensichtlich schon eine relativ einflussreiche Größe. Das Christentum ist wie heute in Konfessionen zerspalten, weil es in der Antike zur Auseinandersetzung über die Trinitätstheologie gekommen war. Die versuchen sich auch gegenseitig die Leute abspenstig zu machen. Es gibt auch andere religiöse Angebote. Wenn Johannes Chrysostomus auf der Kanzel steht, ist es so, dass er immer wieder seiner Gemeinde sagt, ihr dürft aber jetzt nicht am Schabbat auch noch in die Synagoge gehen und ihr dürft auch nicht, wenn in Daphne ein großes paganes Fest ist, da auch noch hingehen. Also Chrysostomus versucht immer wieder seiner Gemeinde einzuschärfen, bitte hier und nur hier. Und sie können ein bisschen darüber grübeln, ob diese Mahnung doch darauf hinweisen, dass sich nicht alle in der Gemeinde daran gehalten haben. Viele sich jetzt daran gehalten haben und auch noch am Schabbat in die Synagoge und vielleicht auch noch in den Tempel gegangen sind, das ist sehr schwer zu sagen. Wir wissen, dass Chrysostomus ein so beliebter Prediger war, dass an Festtagen auch die nicht griechisch sprechenden Bauern, die nur syrisch-aramäische Dialekte sprachen, aus der Umgebung kamen und dann wurde in Seitenschiffen gedolmetscht.
Also dann gab es einen Dolmetscher, der die Predigt oder jedenfalls ihre zentralen Sätze zusammenfasste. Und vermutlich sind die Predigten mitstenografiert worden. Und Chrysostomus hat nicht nur Predigten gehalten, und zwar einfach Bibeltexte durch. Also müssen Sie sich vorstellen, nicht wie heute einzelne biblische Abschnitte, sondern war eben Epheserbrief-Thema. Und dann hat er, in der Regel war das so, dass der Bischof sagte, weil es auch noch keine festen Abgrenzungen gab, wie lange der Predigtabschnitt war. Das wurde vorgelesen und dann hat der Prediger darüber gesprochen und hatte in der Regel einen Stichwortzettel, über den er sprach. Und Sie müssen sich so antike Kanzeln vorstellen. In der Mitte des Kirchenraums ist so ein erhöhtes Podest, mannshoch erhöht. Da geht man mit Treppenstufen drauf. Und Sie merken, dass wenn Sie die Texte laut vorlesen, das ist so ein bisschen wie heute französische Rhetorik. Also, wenn Sie, was kann man als Beispiel nehmen? Es gab mal eine Straßburger Oberbürgermeisterin, Frau Trautmann, die hat gelegentlich Deutsch so geredet, wie man als französische Politikerin redet. Und wenn Sie das mal wissen wollen und sich so antike Rhetorik vorstellen wollen, ist eine deutsche Rede von Frau Trautmann im Internet eine gute Möglichkeit, um sich das klar zu machen. Chrysostomus redet sehr, sehr utriert. Das Lustige ist aber, er weiß, dass das eine sehr utrierte Rede ist und er beherrscht auch andere Stile. Denn in der Schrift über die Kindererziehung, das müsste ich Ihnen eigentlich vorlesen, schlägt er den Eltern vor, wie man die Geschichte von Kain und Abel erzählen kann. Ganz konkret. Und da sagt er, nicht so viele Details, ganz große Sätze. Es waren zwei Brüder. Der eine machte das und der andere machte das. Und die ganze Geschichte geht da durch und es sind ganz, ganz kurze Sätze. Also so wie Chrysostomus selber gar nicht redet. Chrysostomus macht ganz lange Satzperioden und Sie fragen sich, hat er jetzt das Verb irgendwie vergessen und kommt es noch? Es kommt dann irgendwann auch noch. Und da schlägt er den Eltern vor, wenn ihr den Kindern Geschichten erzählt, ihr müsst den Kindern Geschichten erzählen. Die biblische Katechese funktioniert darüber, dass man positive und negative Vorbilder ausweist und über die Geschichten erzählt. Und die Geschichten müssen ganz einfach und knapp sein. Jetzt ahnen Sie, warum ich diese Schrift ausgewählt habe. Ich habe sie ausgewählt, weil sie kombiniert das, was ein christlicher Theologe für Familie und Kindererziehung an Grundprinzipien hat und ganz praktische Hinweise. Ganz, ganz praktische Hinweise, die wir im Einzelnen noch durchgehen werden. Die Schrift hat eigentlich zwei Teile. Sie hat 90 Paragraphen und hat zwei Teile. Jetzt erzähle ich hoffentlich keinen Unsinn. Ich kann mir leider immer keine Zahlen merken. Sie hat 90 Paragraphen, doch. Und sie hat zwei Teile. Und der erste knappere Teil zielt mitten ins Herz der antiken Gesellschaft. Und über den muss ich ganz, ganz kurz reden, auch wenn er mit unserem Thema nicht furchtbar viel zu tun hat. Da geht es um Geltungssucht. Phänodoxia, also die leere Ruhmsucht, so könnte man das auch übersetzen. Und mit diesem außerordentlich scharfen Begriff beschreibt Chrysostomus Dinge, die für die antike Gesellschaft absolut konstitutiv sind. Die antike Gesellschaft war, und das können Sie wahrscheinlich in Wien auch gut verstehen, war eine Sponsoring-Kultur. Also ganz viele der öffentlichen Aufgaben wurden durch Privatleute vorgenommen, die ein Sponsoring durchführten, also die ein öffentliches Brunnenhaus, eine Markthalle, einen Fleischmarkt stifteten. Und natürlich, wie heute, also wenn bei uns in Berlin Audi eine Philharmonie-Konzertserie sponsert, dann ist natürlich hinten auf dem Programm das Audi-Wappen drauf. Und das war in der Antike ganz genauso, häufig in Fußbodenmosaiken oder Inschriften, übrigens auch in Kirchen. Also da stand dann, dieser Fußboden wurde von Diakon so und so von seinem eigenen Geld gestiftet. Und diese Form des alltäglichen Lebens geißelt Chrysostomus in dieser Schrift als Geltungssucht und sagt, das ist ganz unglücklich und entfaltet ein wunderbares städtisches Panorama und sagt, jetzt geht ihr also ins Theater
und stellt euch groß auf und sagt, diese Vorstellung habe ich gesponsert. Und dann seid ihr ja auch nicht anders als die Schauspieler, die da unten stehen und irgendwelches unsinnige pagane Zeug, was ich für Christen nicht schick. Also am besten nicht ins Theater gehen, keine Statuen aufstellen. Wenn man was stiftet, das lieber im Geheimen machen. Und sie merken, das ist sozusagen wie ein Fundamentalangriff. Es würde vermutlich die antike Welt zusammenbrechen, wenn das ernst genommen würde. Chrysostomus sagt, wer stolz ist, dass er was gestiftet hat, der macht sich einer Ruhmsucht schuldig und gerät sozusagen auf so eine schiefe Ebene, nicht? Also man denkt dann nicht, dass ich überhaupt Geld habe und was stiften kann, verdanke ich der Tatsache, dass ich gesund und munter bin. Dass ich gesund und munter bin, das habe ich mir nicht selber zuzuschreiben, das hat Gott mir zuzuschreiben. Also sie nehmen sich selber sozusagen viel, viel wichtiger und sind, wenn sie in der antiken Sponsoring-Kultur mitmachen, auf der schiefen Ebene. Und da merken Sie, hier schreibt ein Mönch, der sagt nämlich, gehen Sie nicht ins Theater. Das ist, da geraten Sie automatisch auf die schiefe Ebene. Sie ziehen sich schick an und führen den anderen vor, wie Sie sich. Also das müssen Sie einfach mal lesen, weil es in der Beschreibung ist es schon großartig. Also der beschreibt einfach wunderbar antikes Leben, was die Leute im Theater machen, wie sie das so stiften, wie das städtische Leben funktioniert. Was hat das jetzt mit dem Thema Kindererziehung zu tun? Chrysostomus selber verwendet ein alltägliches Bild aus der Antike, eine alltägliche Lebenshaltung und christianisiert die und ändert sie radikal. Er sagt nämlich, man muss als Christ ein Kämpfer sein, ein Sportler. Also das, was der Sportler macht, wenn ich jetzt da unten laufe und jemand die Stoppuhr nimmt, kommt da vermutlich ein überaus mageres Ergebnis raus. Ich trainiere und versuche durch meinen Kampf mein Leistungsniveau beständig zu steigern. Und so funktioniert ja auch ein Teil der klassischen antiken Schulbildung. Der hat was mit Sport zu tun. Die Leute kämpfen miteinander, sie rennen miteinander und versuchen nicht nur den Geist zu bilden, sondern auch den Körper zu steigern. Und Chrysostomus nimmt alle diese Termini des sportlichen Wettkampfs und sagt, du, der du in der Sponsoring-Kultur bist, musst lernen, so gegen dich zu kämpfen, dass du in der Sponsoring-Kultur nicht mehr stolz dastehst und sagst, ich habe das Philharmoniker-Konzert gesponsert. Oder weiß ich, können Sie, ich habe das Gemeindefest gesponsert und alle wissen es. Vielen herzlichen Dank an Herrn Müller für das Spenden des Kaffees. Und so müssen auch Kinder erzogen werden. Kinder müssen zu Kämpfern gemacht werden. Und zwar zu Athleten für die Sache Christi. Und dazu gehört, dass man eben nicht, sie können nicht Sportler sein, wenn sie sich in die Ecke setzen und sagen, heute habe ich keine Lust oder es bequemer zu schlafen. Also ein Stück weit des Verzichts auf die eigenen, also insofern ist das mit der Identität natürlich in Ihrem Jahresthema eine spannende Frage. Also das, was mich ausmacht, dass ich zwar lange Beine habe, aber untrainiert bin und nicht gut laufen kann. Diese Form der mitgebrachten Identität soll der Kämpfer verlieren. Und so wie die Erwachsenen gegen die Ruhmsucht kämpfen sollen, als die größte Gefahr. Und ich füge mal an, obwohl das ein historischer Vortrag ist, wenn Sie im akademischen Bereich sind, ist natürlich Ruhmsucht tatsächlich eine große. Dann schreiben die Leute die ganzen Ehrendoktoren vor ihrem Namen und dann sind sie noch, was weiß ich was, Institutsdirektor und Präsident da und dort. Also dass Chrysostomus gut beobachtet hat, dass alles handeln, wo sie Sponsoring durchführen, wo sie was ermöglichen, wo sie was weitergeben, wo sie was lehren, was zu tun hat mit der Gefahr einer bestimmten Form von Ruhm, Sucht, Geltungsdrang. Das ist, glaube ich, gar nicht falsch beobachtet. Und also viele Sachen, man kann sich jedenfalls gelegentlich an der eigenen Nase fassen, wenn man das da, also im Theater, na, wie geht's Ihnen gerade? Ach, ich habe gerade ein neues Buch geschrieben. Das haben Sie aber fein gemacht.
Also sozusagen, da ist menschliches Verhalten sehr gut beschrieben. Kinder sollen zu Kämpfern ausgebildet werden, aber, und das ist jetzt ganz, ganz interessant, sie sollen nicht zu Schunden werden. Kinder sollen zu Kämpfern ausgebildet werden, aber der Lederriemen soll nur gezeigt werden. Also, was ist damit gemeint? Ich habe schon erzählt, Antike ist deutlich gewaltbereiter, als wir das sind. Also, wenn Sie Schädel angucken bei Ausgrabungen, stellen Sie fest, da sind relativ viele Verletzungen. Leute haben sich übel geprügelt durch die Spiele in den Stadien. Und insofern dürfen wir vermuten, dass Kindererziehung schon stark mit Prügeln verbunden war. Das will Chrysostomus bewusst nicht. Und das, finde ich, ist so eines der ersten Zeichen der unglaublichen Humanisierung, die hier durchkommt. Der sagt, den Lederriemen zeigen wir, aber wenden wir nicht an. Wer den Lederriemen anwenden muss, ist ein schlechter Pädagoge. Und diese Form der grundsätzlichen Humanisierung durch Reduktion des Gewaltpotenzials. Also Erziehung funktioniert über Beispiel geben, Beispiel erzählen, schlechtes Beispiel identifizieren, gute Beispiele präsentieren. Erziehung ist eine, wie soll ich sagen, wohl überlegte und wohl dosierte Form des Umgangs mit einem wirklich als autonomes Subjekt wahrgenommenen Kind. Die Kinder dort werden beschrieben, das ist ganz wunderbar. Man merkt natürlich, Chrysostomus ist ein Platoniker, also der geht davon aus, dass das Entscheidende am Menschen die Seele ist. Die dürfte ich jetzt hier eigentlich gar nicht anmalen, weil sie natürlich von dem materiellen Körper geschieden ist. Und Chrysostomus geht davon aus, dass eigentlich Entscheidende ist die Seelenbildung. Und über die Vorstellung von der Seele ist jetzt plötzlich gar kein Unterschied zwischen dem Pater Familias, der ihm untergebenen Frau und den Kindern, die noch weniger Rechtssubjekte sind, sondern alle Menschen haben Seele und Seele muss gebildet werden. Und Seele kann gebildet werden. Und jetzt mache ich was, da würde, glaube ich, jeder Platoniker so umfallen. Ich male doch mal ein Bild einer Seele. Das dürfte man eigentlich nicht machen, denn die Seele ist natürlich in der platonischen Philosophie, die die Christen übernehmen, wie soll man das sagen, eine höhere Realität. In spätestens 30 Jahren ist das Pult hinüber, aber die geistige Form des Pultes gibt es dann immer noch. Also das ist sozusagen eine höhere Form von Realität, die in dieser Realität gar nicht aufgeht. Eben, weiß ich nicht, 20 Jahren ist dieser Körper hier hinüber, aber es gibt sozusagen noch die geistige Form und das sieht Chrysostomus so. Und Chrysostomus stellt sich nun vor, dass die Seele einer Stadt zu vergleichen ist. Und diese Stadt hat Stadttore. Und diese Stadttore sind die Sinne. Sehen, Tasten. Und wenn Sie nicht aufpassen, dann zieht durch die Tore was Schreckliches ein. Eine gute Stadt muss die Stadttore in Ordnung halten. Und insofern müssen Sie bei den Kindern aufpassen, dass die Stadttore in Ordnung gehalten werden. Und das beginnt interessanterweise mit dem Sprechen, mit dem Reden. Also es wird Hören und Reden unterschieden. Und Chrysostomus sagt, entscheidend ist, dass man Kinder dazu bringt, nichts Loses zu reden. Also jetzt merken Sie wieder dieses Kämpferische, die Sportmetaphorik und das Asketische, nichts Unsinniges reden. Also ich weiß nicht, ob Sie noch so, ich hatte mal das Vergnügen, in einem Benediktinerkloster ein halbes Jahr zu verbringen, was ein wirklich noch sehr strenges Benediktinerkloster war, Beuron in Schwaben. Und da war relativ deutlich, also
selbst so kolloquiale Geschichten, da war ein Mönch, der sagte, wenn ich irgendwie 6 Wochen weg war, fragt mich keiner, na, wie geht's? Sondern also sozusagen überflüssige Konversation wird rausgenommen. Und so sagt Chrysostomus, man muss aufpassen, dass die Leute nicht nur nicht lügen, das ist ja völlig klar, beleidigen, hässliche Scherze machen, sich auf Kosten anderer einen fröhlichen Lenz machen, sondern man muss auch das Gespräch auf das Wesentliche konzentrieren. Keine überflüssigen Reden. Hören. Sie sollen genauso, wie Sie Ihren Mund verschließen, denn was weiß ich, was jemand Ihnen, das wird in dem Text alles ganz genau beschrieben, wie man das macht, also dass man halt Kindern auch kein schlechtes Vorbild ist und wenn irgendjemand einen Scherz auf Kosten von jemand anders macht, sich im Zaum hält, Kämpfermetaphorik, und nicht mit drüber lacht, sondern stoischem Blick an dem anderen vorbeischaut. So soll man die Kinder erziehen und das tut man durchs Beispiel. Und es wird gesagt, aufpassen, Kinder nicht einfach untereinander spielen lassen, sondern genau überlegen, mit wem sie zusammenspielen, damit die keine schlechte Umgebung haben. Hören. Ja, da brauche ich jetzt im Grunde alles eigentlich gar nicht weiter zu beschreiben. Hören, bestimmte Dinge überhört man einfach. Die lässt man gar nicht durch das Tor in die Stadt hineinkommen. Sehen, Augen verschließen. Und eine wunderbare Empfehlung, das ist mir, muss ich gestehen, als ich die Schrift das erste Mal vor vielen Jahren gelesen habe, gar nicht aufgefallen, es steht da aber genauso drin, das ist mir durch Beuron deutlich geworden. Die Beuroner Mönche guckten sich nicht an, sondern die haben jeweils ständig zu Boden geguckt. Und Chrysostomus sagt, wenn ich meine Kinder dazu erziehe, dass sie nicht neugierig gucken nach dem Lächerlichen, nach der Sensation, sondern grundsätzlich immer eher zu Boden gucken und den Kopf gesenkt halten, dann können sie genau überlegen, wo möchte ich hingucken und wo möchte ich nicht hingucken. Wenn ich, das sollte ich auch noch sagen, grundsätzlich und immer wieder geht es, das habe ich vorhin nur implizit gesagt, bei allen Beispielen immer um biblische Dinge. Also, wenn ich lernen will, korrekt zu sprechen, das kann ich an der Bibel lernen. Biblische Rede ist gute Rede. Wenn ich was Schönes sehen will, das kann ich lernen, indem ich Darstellungen biblischer Geschichten angucke. Also ich habe vorhin von dem Mosaik in Antiochia geredet. Es gibt bereits Mosaiken. Wird ein bisschen darüber debattiert, wie viel man in den Kirchen zeigen darf. Aber es gibt jedenfalls biblische Darstellungen. Wie soll man sich angucken? Man soll so Speisegeschirr haben. Das gibt es so in der Terra Sigillata-Ware. Da sind dann einzelne biblische Geschichten drauf. Also zu Hause bitte nur biblische Geschichten und keine pagane Mythologie. Insbesondere sollen sie ganz vorsichtig beim anderen Geschlecht sein, nicht da fasziniert hingucken, sondern sich überlegen, was man tut und einmal im Leben gucken und dann richtig gucken. Das wird am Ende des Textes auch sehr ausführlich beschrieben. Und das Ganze wird ganz, ganz konkret gemacht. Riechen, also der Geruchssinn könnte sie verführen. Genau überlegen, was man riechen will. Also nicht einfach durch die Straßen gehen. Ich muss gestehen, da hat mir Corona geholfen, das ein bisschen zu verstehen, weil ich gemerkt habe, wie man sich unterschiedlich zu seinem Geruchssinn verhalten kann. Früher, wenn ich auf der Straße langgegangen bin und irgend auf ein sehr schönes Parfum traf, ging ich vorbei, manchmal auch ohne mich umzudrehen und dachte, das riecht aber gut. Seit Corona dachte ich, das ist gefährlich, da könnten Viren dran. Laienhafte Vorstellung, aber sozusagen die Emotionalität. Also man merkt, dass man sich, wie das Chrysostomus auch sagt, wenn man das in so einem Sinne eines Wettkämpfers versteht, man kann sich zu dem Geruchssinn verhalten. Ob man das gut findet oder nicht findet, das ist eine Sache, die man lernen kann, im Rahmen von Erziehung gelernt werden kann. Also sozusagen die Portale der Stadt sind die Sinne.
Kommt auch der Tastsensor, wird gesagt, am besten gar nichts ertasten. Es wird besser, wenn man das gar nicht macht. Und ich muss gestehen, auch das habe ich durch Corona. Also früher hat man ja irgendwie doch, also jedenfalls in Berlin, immer sehr viele Leute umarmt und gedrückt und in die Hände geschüttelt und so weiter und so fort. Und irgendwie fing man an, sich zu sagen, nee, das lassen wir lieber, können ja infiziert werden. Also sozusagen die Konditionierung des Tastsinns, nicht einfach machen, was alle machen, sondern sich überlegen, vielleicht könnte man diesen Teil der Schrift des Chrysostomus als Konditionierung, also wir konditionieren unsere Sinne und Erziehung hat etwas mit Konditionierung der Sinne zu tun. Denn wenn man die Sinne als die Eintrittsportale, Stadttore zur Seele nicht angemessen konditioniert, ganz furchtbar. Und jetzt merkt man, dass der Mensch Platoniker ist, weil er nämlich meine Seelenteile unterscheidet. Daran merkt man immer, dass wir eine kuriose Art und Weise haben, über platonische Philosophie zu reden. Sie kennen sicher die Rede von der platonischen Ideenlehre und haben gemerkt, dass ich vorhin über geistige Formen gesprochen habe. Natürlich hat die Seele jetzt nicht einfach irgendwie drei Teile, wie weiß ich nicht, ein Baumkuchen Teile oder Schichten hat, sondern sie hat Dimensionen, könnte man vielleicht sagen. Und diese Dimensionen werden jetzt als Bildungsaufgabe an Kindern von Chrysostomus ausführlich durchgebracht. Also der rationale Seelenteil, in dem die Vernunft tätig ist, der strebend begehrliche Seelenteil, ich möchte etwas erkennen und das ist nochmal was anderes als das Erkennen selber. Und ein Seelenteil, das ist jetzt relativ schwer zu übersetzen, der so was Mutiges, Wagemutiges hat. Und das beschreibt Chrysostomus auch. Wenn ich meine Sinne angemessen konditioniert habe, dann kann ich in die nächst höhere Bildungsaufgabe gehen. Und auch das ist natürlich ganz, ganz bemerkenswert. Das ist eigentlich ein Programm für philosophisch gebildete Leute, was durch Predigt in der Kathedrale für die gesamte christliche Gemeinde operationalisierbar wird. Also da fällt nie der Ausdruck Platon, da wird nicht gesagt, das ist die philosophische Seelenlehre, die Sie auch in philosophischen Schulen hören können, sondern da wird einfach so getan, als ob der Mensch so ist, wie er da beschrieben wird. Also das kommt nicht wie eine Ansprache eines Professors mit Fußnoten oder Autoritätsbeweisen daher, sondern wirklich ganz erfahrungsorientiert. Also man merkt, dass da einer, obwohl er Mönch ist, sich doch irgendwie kundig gemacht hat, wie Kindererziehung funktioniert. Also wie man der ist kein Feind des Begehrens, sondern weiß, wenn sie antriebslos auf dem Sofa sitzen würden, gäbe das auch kein gutes Christenleben. Sondern der Antrieb und die Interessen müssen auf die richtigen Gegenstände gelenkt werden. Also nicht irgendwie alles machen, was man attraktiv findet, sondern sich auf bestimmte Dinge konzentrieren. Und den Appetit, also jetzt Appetit in eher im metaphorischen Sinne genommen, das Interesse auf andere Dinge hängt, sich auch nicht hängen lassen, sondern sein christliches Leben energisch führen wollen. Und dafür werden immer kleine Ratschläge gegeben, wie man das besonders gut machen kann. Am Schluss wird vorgeführt, wie man das Kind, falls es nun doch nicht Mönch wird, und man merkt schon, der Text ist von einem Mönch geschrieben, der die Vorstellung hat, am einfachsten lässt sich das alles hinbringen, wenn man Mönch ist. Fast sind. Also, da ist natürlich klar, dass sie nur sehr ritualisierte Formen des Tastens haben und nicht auf dem Marktplatz in Antiochia von allen möglichen Leuten angetastet werden und seien es die Taschenliebe. Und die letzten drei Paragraphen sind auch noch ganz, ganz großartig. Die stellen nämlich zum einen die Frage, wenn es denn jetzt nicht in der Gemeinschaft was wird, wie können wir dafür sorgen, dass unsere Kinder gut unter die Haube kommen?
Also die Vorstellung, wie erreichen wir und die Grundvorstellung, und daran merkt man, das ist auch eben ganz und gar antiker Text, wie erreiche ich als Hausvater, als Paterfamilias, dass mein Kind am Schluss in einer guten Partnerschaft ist und selber zu einem solchen Familienvater wird oder unter einem guten Familienvater in eine neue Familie, in ein neues Haus gekommen ist. Und der allerletzte Paragraph ist, gibt es jetzt Unterschiede bei der Jungen- und bei der Mädchenerziehung? Also die Mädchenerziehung klappt nach, ganz am Schluss, wobei man vorher sagen muss, Vorher hat man nicht den Eindruck, dass nur über Jungen geredet wird. Und so steht das auch am Schluss. Da wird gesagt, alles das hier gilt grundsätzlich. Also, und insofern eben auch Humanisierung. Ich komme jetzt auch langsam zum Schluss, damit wir noch ein paar Fragen stellen können und ich auf das antworten kann, was ich Ihnen im Rahmen des Vortrags nicht beantwortet habe oder was Sie vielleicht auch anders sehen. Aber jetzt wieder zurück zu der Mädchenerziehung. Die Grundvorstellung ist, dass es jedenfalls in der Grundstruktur der Person keinen Unterschied gibt und dass alle Grundregularien auch gelten und es dann nur, und dann kommen so klassische Geschlechtsstereotypen der damaligen Zeit, die Frau eben besonders verführbar ist, dann werden also noch einzelne Vorstellungen da eingezogen, die sagen, bestimmte Dinge muss man etwas stärker akzentuieren, wenn man es mit Mädchen zu tun hat. Aber es ist für ihn kein besonderes Problem. Ich empfinde das als einen Beitrag zur Humanisierung der Gesellschaft, und zwar deswegen, weil es ein Erziehungsratgeber ist, der nicht nur für die Oberschicht ist, die lesen kann. Also sozusagen Nachdenken über Erziehung und bis in alle Details der Erziehung die ganze Gemeinde, alle, die vor der Kanzel stehen, die ganze Gemeinde ansprechen, das ist neu. Das wünschen sich die Philosophen, aber sie kriegen es natürlich nicht hin. Zu ihren Vorträgen, die kosten in der Regel auch was, kommen natürlich nur Leute, die es nicht leisten können. Also der erste Schritt zur Humanisierung ist, dass alle eine sorgfältige Theorie der Erziehung, die bis in ihre Praxis hinein durchdacht ist, vorgesetzt bekommen. Das Zweite, was ich als Humanisierung empfinde, ist, dass das Kind als Kind ernst genommen ist. Also das Kind ist als Kind ernst genommen und nicht nur bloß ein Subjekt oder irgendwie der künftige Paterfamilias oder was auch immer, sondern es ist eine Seele. Kind ist eine Seele, allerdings eine Seele, die entwickelt und gebildet werden soll und muss. Und der dritte Schritt zur Humanisierung, finde ich, ist die absolute Distanzierung von der Gewaltgesellschaft. Das ist nicht immer bei Chrysostomus so. Bei Chrysostomus gibt es eine Homilie, da wird gesagt, man soll zum Bäcker gehen und den Bäcker fragen, welche Trinitätstheologie er hat. Und wenn er die falsche hat, soll man ihm Prügel anbieten. Das wird man nicht für eine alle Distanzierung von der Gewaltgesellschaft halten können. Nun weiß man nicht, ob, also wahrscheinlich, wenn das so wie mit dem Lederriemen ist, soll man nur die Prügel anbringen. Aber theologische Debatten, die mit Prügeln arbeiten, also Chrysostomus ist auch Teil dieser antiken Kultur, aber gleichzeitig spricht er an einer entscheidenden Stelle in der Gewaltkultur. Man soll nicht durch den Lederriemen, sondern durch gute Beispiele. Durch gute und schlechte Beispiele, das ist ein schlechtes Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, arbeiten. Und insofern finde ich, ist Chrysostomus ein Beispiel dafür, wenn wir Christianisierung antiker Gesellschaft uns vorstellen, dann hat man ja häufig den Eindruck, naja, das ist so eine Christianisierung, die durch kaiserliche Erlasse oder Ähnliches passiert. Nein, hier sieht man wirklich, dass Christianisierung der Gesellschaft so ein bisschen durch Säuern des gesellschaftlichen Sauerteigs ist. Durch eine christliche Botschaft, die zur Humanisierung der Gesellschaft beiträgt. Zur Individualisierung, Kind darf Kind sein, zur Entbrutalisierung
und ja, sagen wir mal, zu so einer Brechung des Unmittelbaren, was man über Erziehung denkt. Erziehung ist was, das muss man auch erstmal lernen, das kann man nicht. Jetzt ist natürlich die große Frage, was kann man denn daraus lernen für heutige Zeiten? Und dazu ein allerletzter Gedanke, das ist natürlich schwierig, weil Sie merken, die Welt ist doch sehr anders geworden. Die Welt ist sehr anders geworden und es wäre jetzt ungerecht, Chrysostomus von heutigen Maßstäben her zu beurteilen und vice versa. Aber ich finde, was interessant ist, ist sozusagen die Grundvorstellung, mit den vorfindlichen gesellschaftlichen Strukturen, wie die da ja an ganz vielen Stellen zu erkennen sind, geht man so um, dass man Impulse von Jesus von Nazareth, die Seligsprechung der Kinder, in dieser Gesellschaft zur Geltung bringt, um zu einer Humanisierung beizutragen. Und das, finde ich, ist zwar ein sehr allgemeiner Satz, aber doch noch etwas, das man sich so als Leitstern vornehmen kann. Und dann gibt es eine zweite Geschichte, aber die wird Ihnen, glaube ich, wirklich erst deutlich, wenn Sie mal Gelegenheit haben, das nachzulesen. Da sind unglaublich viele kluge Kniffe drin, die heute noch für Kindererziehung gelten. Also wenn Sie mal Kindergottesdienst gemacht haben, wissen Sie, wenn Sie nicht einfach erzählen können, ist alles verloren. Dann hört Ihnen niemand zu. Und das Modell, wie man einfach erzählen kann, wird für Kain und Abel da jedenfalls geboten. Also es gibt eine Kinderkatechese da drin, die kann man, glaube ich, noch genauso umsetzen, kurze Sätze. Wir merken, da kann ich vor allen Dingen noch etwas lernen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Es hat mir Vergnügen gemacht, Ihnen hoffentlich auch.